Die Firma Canyon Bicycles wurde 1985 unter dem Namen Radsport Arnold in Löw an der Mosel in einer Privatgarage gegründet. Damals zusammen von unserem Geschäftsführer Roman Arnold, zusammen mit seinem Vater, der ihn während seiner Rennen aktiv begleitete und am Straßenrand eben selbst importierte Teile aus Italien verkaufte. Aus diesem Direktvertrieb von Teilen während der Rennen ist dann eben auch ein Einzelhandelsvertrieb eben geworden. Man ist dann in ein Ladengeschäft in Koblenz gezogen, hat dort eben als klassischer Fahrradhändler fungiert und hat eben Fremdmarken verkauft und hat sich dann in dem Zuge dann 1996 dazu entschieden, eigene Fahrräder unter der Marke Canyon zu vertreiben. Im Jahr 2008 wurde der Neubau im Büropark Mosel-Stausee gebaut und geplant, weil man eben über die Jahre eben durch die steigende Bekanntheit immer größer geworden ist. Mitarbeiterzahlen sind gestiegen, Produktionszahlen sind gestiegen, sodass man sich damals entschieden hat, eben einen kompletten Neubau hier in Koblenz zu planen, um da dementsprechend auch effizienter in den Produktionsabläufen zu werden. Was eben dann auch dazu führte, dass natürlich auch der Umgang mit Wertstoffen, Abfallstoffen, Entsorgungsstoffen, Gefahrenstoffen und so weiter natürlich auch besser beleuchtet werden muss. Wir haben ein komplett neues Containersystem aufgesetzt, sowohl im Innenbereich des Gebäudes als auch im Außenbereich, sodass es zum einen einfacher ist, für den Mitarbeiter die Stoffe zu entsorgen, wir aber auch die Stoffe eben besser klassifizieren können, eben mit den Mengen besser umgehen können und eben auch in der Wertstoffverwertung da größere Möglichkeiten haben. Carbon bietet uns natürlich als Fahrradhersteller hochtechnologische Möglichkeiten im Fahrradrahmenbau, stellt aber auch besondere Anforderungen eben an die Entsorgung. Wir sind auf einen Entsorger gestoßen, der in Deutschland sitzt, der eben hochspezialisiert ist auf die Entsorgung dieses Stoffes. Diese hochtechnologische Faser wird durch dieses Spezialverfahren des Entsorgers eben wiedergewonnen, sodass sie wieder eben zu 100% wiederverwertet werden kann und eben auch in neue Produkte einfließen kann. Den Papierverbrauch zu senken bzw. aus dem Montageprozess gänzlich herauszunehmen, haben wir mit einem Unternehmen ein System aufgesetzt, dass wir eben mittlerweile mit Stofflappen arbeiten, die von dem Unternehmen gereinigt werden und uns dann im gereinigten Zustand wieder zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, es ist ein rollierendes Verfahren, sodass eben der Papierverbrauch bei uns gegen Null geht und eben die Stoffe, eben, die beim Montageprozess damit aufgenommen werden, natürlich auch ordnungsgemäß entsorgt werden. Energieeffizienz ist ganz klar auch ein Thema, was wir auch eben mit den Mitarbeitern eben auch besprochen haben, beziehungsweise auch in verschiedenen Prozessen eben schon beleuchtet haben, sodass wir da auch zukünftig nach Möglichkeiten eben schauen wollen, an welcher Stelle wir dort optimieren können. Natürlich in einem Produktionsbetrieb ist Thema Licht natürlich relativ wichtig. Bei kleinen Einstellarbeiten an Fahrrädern ist das sehr wichtig, eben da die Bereiche ausgeleuchtet zu haben. Aber mit Sicherheit gibt es da auch den ein oder anderen Optimierungsansatz und den wollen wir dann jetzt in Zukunft auch prüfen. Im letzten Jahr gab es einen Aufruf der Stadt Koblenz, eine Ausschreibung zu einem Öko-Verkehrssiegel, quasi ein Siegel, das die Alltagsmobilität fördert bzw. die Bemühungen von Unternehmen diesbezüglich honoriert. An dieser Ausschreibung haben wir sehr gerne teilgenommen, da wir natürlich auch als Fahrradhersteller ein großes Interesse daran haben, das Fahrrad in die Alltagsmobilität zu integrieren, aber nicht nur das Fahrrad, sondern auch öffentlicher Personennahverkehr oder Ähnliches. Wir sind im letzten Jahr mit dem Siegel in Silber ausgezeichnet worden, sodass uns natürlich auch gezeigt wurde, dass da noch das ein oder andere Optimierungspotenzial schlummert, was wir natürlich auch gerne angehen wollen. Aber wir eben auch die Möglichkeit sehen, da wirklich auch danach zu bessern. Diese Umstellungen haben teilweise nicht mit einem großen finanziellen Investment zu tun, sondern es geht wirklich um Nuancen, die man ändert, mit denen man aber dann wirklich einen großen Effekt erreicht. Die
dazu führen, dass man eben Prozesse besser strukturieren kann, aber eben auch ressourcenschonend mit vielen Dingen umgehen kann. Sodass ich da auch jedem empfehlen würde, das Thema anzugehen und da eben nicht sich vor dieser Entwicklung oder der Veränderung zu fürchten.